Hey, herzlich willkommen zu ja, den News von der Formel 1 2011. Auch wenn momentan nicht wirklich viel los ist, da ja momentan eigentlich die Sommerpause ist, sag ich mal, jetzt auf den Rennstrecken, passiert umso mehr neben der Strecke momentan. Und ja, ich fasse jetzt mal die neuesten News des Tages, also vom 5.8. zusammen. Und ja, gestern hatte ich allein schon mal ein Video für den 2. bis 4. August rausgebracht und heute eben halt schon wieder für den 5., weil jetzt eigentlich heute schon wieder so viele News gekommen sind und ich möchte euch natürlich diese nicht vorenthalten. Und deswegen fange ich mal schnell an. Ich habe heute sechs Themen rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Und natürlich möchte ich euch jetzt nicht lange warten lassen, sondern gleich mal anfangen. Und das erste Thema bezieht sich auf Eddie Jordan. Ja, viele kennen ja vielleicht noch Eddie Jordan, damals mit seinem Jordan-Team unterwegs in der Formel 1. Und er hat jetzt gesagt, Sebastian Vettel ist am wenigsten deutsch. Wie er schon bekannt ist, eigentlich, oder wie viele, vielleicht viele von euch wissen, hatte Eddie Jordan in seiner Laufbahn, sag ich mal, recht viele Deutsche in seinen Cockpits. Zum einen hatte er damals Michael Schumacher 1991. Dann kam der gute Ralf Schumacher und danach der Heinz-Harald Frentzen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob da noch überhaupt noch mehr Deutsche waren. Ich glaube, das waren diese drei Deutschen. Man muss dazu sagen, allgemein, Eddie Jordan hat es zumindest so ausgedrückt, er sei mit allen drei, oder mit allen deutschen Fahrern, die er bisher hatte, sehr zufrieden gewesen, weil die alle tolle Arbeit gemacht haben. Er sagt auch so schön, Deutsche sind geradlinig, ehrlich, schnell, gut erzogen, aber auch lustig. Also das ist doch schon mal was ganz Tolles. Und allerdings hat der gute Eddie Jordan ein Sonderlob für Sebastian Vettel. Und er sagt eben halt, ich zitiere es einfach mal, Sebastian ist am wenigsten deutsch von allen deutschen Fahrern. Er hat dieses gewisse Etwas, dieses Schelmische in seinen Augen. Er hat einen großartigen Humor, sehr englisch sogar, ist immer offen. Und für einen Spaß zu haben und damit ein großartiger Botschafter dieses Sports. Ja, eigentlich, anders kennt man Sebastian Vettel ja auch fast und gar nicht mehr. Man sieht ihn eigentlich vor den Kameras immer lachen, immer lustig sein, gute Laune und so weiter. Und eigentlich so wirklich wütend und sauer sieht man ihn vielleicht wirklich bloß, wenn wirklich irgendwas passiert, wenn ihn jemand abschießt oder wenn das Ergebnis wirklich nicht so nach seinen Vorstellungen läuft, sage ich jetzt einfach mal. Und nichtsdestotrotz ist das, denke ich mal, schon ein kleines Lob für den Sebastian Vettel von Eddie Jordan. Und ja, dann kommen wir einfach mal zu der nächsten Nachricht. Und zwar hat die gute Autobild Motorsport eine Statistik herausgebracht über die Überholmanöver der ersten Hälfte der Saison. Und in dieser Statistik ist Red Bull nicht führend, sondern McLaren. McLaren hat bisher in der Saison 85 Überholmanöver gemacht und liegt damit knapp vor Mercedes. Red Bull kommt allein in diesen Abschnitt auf 56 Mal Überholmanöver in dem ersten Hälfte der Saison. Allerdings muss man natürlich dazu sagen auch, dass Red Bull im Gegensatz zu McLaren und Mercedes ja im Grunde eigentlich mehr vorne gestartet ist und die ersten Rennen ja doch recht dominant war und daher eigentlich nicht wirklich viel überholen musste. Und ja, das ist natürlich denn der Vorteil, sage ich mal jetzt, dass man hat zwar die Dominanz bei Red Bull, braucht auch nicht viel überholen. Allerdings natürlich, wenn Red Bull in die Situation kam zu überholen, hatte Red Bull einen Nachteil auf der Geraden. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass Sebastian Vettel trotz des Windschattens vom Ferrari und so weiter 9 km/h langsamer war als der Felipe Massa. Und ja gut, Sebastian Vettel hat gesagt, es ist zwar nicht tragisch unbedingt dieser Geschwindigkeitsnachteil, allerdings haben wir natürlich, ist, sag ich mal, noch Nachholbedarf in diesem Bereich und dafür ist natürlich der Red Bull auf anderen Teilen stärker. Natürlich, sag ich mal, in den Kurven ist der Red Bull, würde ich sagen, momentan eindeutig das beste Auto noch. Und ja, Red Bull hat allerdings noch einiges offen und zwar Nachholbedarf in dem Diffusor,
wo jetzt momentan die anderen Teams alle aufgeschlossen haben, und dort möchte Red Bull jetzt nochmal nachlegen und eben halt nach der Sommerpause eventuell nochmal gestärkt zurückkehren, um die Weltmeisterschaft sicher nach Hause zu bringen. So, die nächste News befasst sich mit Romain Grosjean. Und zwar sollte Romain Grosjean es schaffen, in Monza den GP2-Titel zu holen, ermöglicht es ihnen wahrscheinlich sein Manager Eric Boullier, der auch der Teamchef von Renault ja ist, die Möglichkeit, eventuell einen Freitagseinsatz zu fahren, und zwar in Singapur. Und zwar denn für Nick Heidfeld. Ja, momentan ist er eh so ein bisschen die Gerüchteküche so ein bisschen am Brodeln. Natürlich, ob überhaupt Nick Heidfeld überhaupt noch bis zum Saisonende fährt oder ob eventuell auch der gute Robert Kubica wieder zurückkommt oder vielleicht sogar Nick Heidfeld schon früh abgelöst wird, ebenfalls für diesen Romain Grosjean. Und ja, gut, der Grosjean, wenn er wirklich vorzeitig den Titel holen sollte und dafür diesen Freitagstest bekommt, warum nicht? Ich denke mal, durch den GP2-Titel zeigt man eigentlich, sag mal, es ist so die zweite Liga der Formel 1. Beweist man eigentlich ja, dass man das Potenzial hat, und Romain Grosjean ist ja bereits 2009 schon mal in der Formel 1 gefahren. Hat allerdings dann keinen neuen Vertrag bekommen und ist dann eben halt erst für den GP2 unterwegs. Und ja, denke ich mal, wäre eine schöne Möglichkeit, eventuell für 2012 auf ein Cockpit, falls der Robert Kubica nicht mehr fahren sollte. Man weiß es ja nicht, da ist jetzt ehrlich gesagt auch noch nichts raus, wirklich, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Er ist sicherlich am Trainieren, 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 um seine Hand wieder auf Vordermann zu bringen. Ob es allerdings für den Formel-1-Einsatz noch tauglich ist, sage ich jetzt einfach mal, ist die nächste Frage. Ja, vielleicht könnt ihr eben eure Meinung dazu sagen. Was würdet ihr verhalten? Grosjean? Möchtet ihr lieber sogar, sag ich mal, dass Grosjean das Cockpit von Nick Heidfeld komplett übernehmen sollte ab Singapur, oder lieber Nick Heidfeld bis zum Ende der Saison fahren soll? Weil bisher hat ja der Nick Heidfeld noch nicht so wirklich etwas Großartiges geleistet in der Saison. Und ja, teilt mal einfach mal eure Meinung mit, was ihr davon haltet. So, das nächste Thema bezieht sich auf HRT. Und zwar wurde HRT ja von der Investmentgruppe Tessan Capital aufgekauft. Und es war ja schon, Colin Collis war ja schon eigentlich kurz vor dem Absprung bei HRT, soll jetzt allerdings laut Gerüchten durch diesen Aufkauf von der Tessan Capital eventuell davon überzeugt worden sein, nicht sofort aus dem Team zumindest auszusteigen und eventuell sogar jetzt noch länger bei HRT zu bleiben. Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz niesen. Ah, doch nicht. Okay, gut. Und zwar, ja, jetzt ist natürlich die Frage, natürlich durch diesen Einstieg dieser Tessan-Gruppe ist natürlich jetzt die Chance, eventuell für HT mehr Geld, hat man natürlich vielleicht auch mehr Möglichkeiten zu entwickeln, und das, denke ich mal, würde Colin Collis eventuell auch viel mehr Spaß machen, denn das Team natürlich so weiter nach vorne springen, wenn man mehr Gehaltsspielraum hat. Ob das natürlich der Fall ist, werden wir, denke ich mal, nach der Sommerpause sehen, ob HT da irgendwie einen Sprung vielleicht ein bisschen weiter nach vorne machen könnte. Wäre sicher auch nicht so schlecht, mal wenn eins von den hinteren Teams mal vielleicht mal im Mittelfeld mitwirken würde, auch wenn ich glaube, dass für HT, glaube ich, vielleicht momentan noch unmöglich ist, glaube ich. Da müsste, glaube ich, noch sehr viel mehr passieren. So, die vorletzte News des Tages beschäftigt sich mit Daniel Ricciardo. Und zwar, angeblich soll es jetzt schon mal so gut wie sicher sein, dass der Mark Webber auch 2012 bei Red Bull bleiben soll. Was nun natürlich fehlt, ist noch die Unterschrift angeblich. Die lässt aber jetzt angeblich auch schon wieder etwas auf sich warten, und ist natürlich jetzt so die Frage, sag ich mal, wenn der Mark Webber jetzt wirklich weiterfährt 2012, wer übernimmt dann natürlich das Cockpit für 2013? Und da kommt eben halt Daniel Ricciardo eventuell in Frage, weil
Laut Helmut Marko ist Daniel Ricciardo Favorit momentan drauf. Er soll sich allerdings erst bei HRT beweisen. Genauso auch sieht das Christian Horner. Und er sieht es sehr, sage ich mal, als Chance für Ricciardo bei HRT zu fahren und soll dort eben halt natürlich lernen. Natürlich die Frage, ob er auch der nächste 2012, wenn er noch bei HRT fährt oder nicht. Und ja, ob ich jetzt Daniel Ricciardo unbedingt im Red Bull sehen möchte, weiß ich nicht. Also, da bin ich ganz ehrlich, da würde ich lieber einen Kamui Kobayashi bei Red Bull sehen, weil der würde es sicherlich auch hinkriegen, mit dem Red Bull noch besser zu überholen als der gute Sebastian Vettel. Sebastian Vettel macht das eigentlich schon meistens immer recht clever. Aber Kamui Kobayashi würde irgendwie, ich glaube, wenn der im Top-Auto sitzen würde vorne und dann den Sieg vor Augen hatte, ich glaube, der würde wirklich alles riskieren, um diesen Sieg zu holen, weil der ist Fahrer aus Leidenschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und die letzte News des Tages bezieht sich jetzt einfach mal, oder, ich sage es mal so, was haltet ihr von Daniel Ricciardo? Soll er ab 2013 bei Red Bull fahren? Oder würdet ihr lieber einen anderen Fahrer, so wie ich, Kamui Kobayashi, lieber die Chance geben, bei Red Bull ab 2013 zu fahren? Teilt mir einfach mal eure Meinung mit, was euch lieber ist. So, und jetzt kommen wir dann wirklich auch zu den letzten News des Tages. Und zwar geht die News um Bernie Ecclestone. Wir hatten ja, der Leon und ich hatten ja mal vor kurzem über den neuen Motorenreglement geredet, was ja 2014 in Kraft treten soll. Da hat mir auch gesagt, dass ein Elektromotor als Antrieb in der Boxengasse sein soll. Jetzt stößt dieses allerdings bei Bernie Ecclestone auf Kritik und er protestiert eigentlich sogar förmlich dagegen, weil laut Bernie Ecclestone könnte das wirklich Leben kosten, weil in der Boxengasse hört man eben halt dieses Auto nicht, weil es eben halt ein Elektromotor ist. Und wenn da wirklich ein Auto mit 100 km/h durchkommt und einer von den Leuten am Kommandostand oder so sagt, ach, ich geh jetzt mal rüber und der guckt nicht nach links und rechts, so wie wir es halt beim Straßenverkehr machen. Na gut, in der Formel 1 guckt man eher selten nach links, sondern nach rechts, je nachdem. Aber gut, in Sao Paulo guckt man nach links, denn wenn man Kommandostand in die Box geht. Und ja, das ist natürlich die Frage, ob das zum Vorteil ist. Kann natürlich Leben kosten, eventuell, weil Mechaniker vielleicht wirklich das Auto nicht hören und so weiter und so fort. Allerdings geht Bernie Ecclestone auch davon aus, dass durch den Lärm oder durch den fehlenden Lärm mehr Zuschauer gehen. Zum Beispiel, Bernie Ecclestone sagte so ein wunderschönes Zitat: Die Zuschauer verschwinden, sobald die GP3 beginnt, weil die keinen Lärm machen, erklärte Ecclestone. Sobald sie keinen Lärm mehr hören, hauen sie ab. Das wäre wie Ballett, tanzen mit Tanzschuhen. Ist zwar bequem, funktioniert aber nicht. Ja, und das können natürlich sein, wenn wirklich die Motorengeräusche weg sind, vielleicht viele Leute gehen wirklich bloß zur Formel 1, um diesen, sag ich mal, genialen Motorsound zu hören. Ich weiß, natürlich ist das, sag ich mal, bei jedem anderen Geschmack. Manche Leute sagen, oh, ich fahre dahin, weil ich die Rennen einfach bloß sehen möchte, die Formel 1 wagen und so weiter und so fort. Manche sagen, ja, ich muss mir diesen Motorsound anhören. Aber da hat hier jeder natürlich wieder eigenen Geschmack. Ich finde das eigentlich recht gut, dass man Ecclestone dagegen protestiert gegen Elektroantrieb. Natürlich spart es Benzin, allerdings habe ich lieber einen schönen lauten Motor dort zu hören und da bin ich auch wenigstens weiß, dass es die Königsklasse ist des Motorsports und nicht irgendwas Langweiliges, Leises, sage ich mal jetzt. Ja, das war es dann eigentlich die News vom 5. August 2011. Mal schauen, ob morgen interessante News kommen. Wenn ja, gibt es auch morgen wieder eine kleine News-Ausgabe von mir und ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und ja, lasst mich eure Meinung hören zu den zwei Themen, die ich euch gerade gesagt habe. Und wir sehen uns bei den nächsten News und bis dahin, ciao, ciao!